Bei einer Sitzung des Kuratoriums für die Sanierung der Basilika Sonntagberg wurde im April in Anwesenheit von Landeshauptmann Erwin Pröll und Bischof Klaus Küng über den Stand der Revitalisierungsarbeiten und das erreichte erste Etappenziel informiert. Der Sonntagberg ist ein besonderer Kraftort und seit Jahrhunderten überstrahlt er das Mostviertel. Er ist ein kulturelles Juwel von besonderer Art. Er zeigt ein Barock, wie wir es in dieser Einheit selten wo sehen. Er ist ein Ort der besonderen Spiritualität, der inneren Einkehr. Das heißt nicht umsonst, hier sind sie dem Himmel näher. Und er ist ein Ort des Begegnens mit Menschen, die wandern, die Gegend vor ihrem Auge vorbeiziehen lassen und schlussendlich den Übergang vom Alpenvorland zu den Kalkalpen sehr deutlich machen. Was sind eigentlich die wichtigsten Revitalisierungspunkte für den zuständigen Abt? Die wichtigsten Sachen, wenn man das so bezeichnen kann, ist natürlich die Basilika, die renoviert wird, außen und innen, das ist das alles Entscheidende. Dann als nächstes kommt schon die sogenannte Schatzkammer, wo die Schätze, die die Gläubigen gebracht haben, hier aufbewahrt werden und wo das Wort Schatz weniger vom Materiellen herkommt, dass das wirkliche Goldschätze oder Silberschätze sind, sondern die Schätze, die die Menschen bringen aus Dankbarkeit dafür, dass sie hier auf dem heiligen Berg, dem Sonntagberg, Gebetserhörung erfahren und erleben durften. Was sind eigentlich die Kulturschätze in der Schatzkammer, die für Sie am wichtigsten sind? Ja, die Kulturschätze sind eben vor allem diejenigen, die die sogenannten Votivbilder hier ausmachen. Das geht von ganz einfachen Bildern, die gemalt und gezeichnet sind, bis hin zu hochwertiger Kunst und Kultur aus der Barockzeit, die natürlich hier auch da sind. Aber Bilder und Gegenstände, die bis in die Gegenwart herauf hier zum Dank gebracht werden für Heilung oder für Segnungen oder göttliche Zuwendungen. Die Schatzkammer der Basilika Sonntagberg wird ab 22. Mai 2016 wieder für das Publikum zugänglich gemacht.